In Gedanken, im Herzen der Stadt drei Plätze anzulegen, fasste man schon Mitte des 18. Jahrhunderts. Es dauerte mehr als ein Jahrhundert, bis das Ensemble aus Dekabristenplatz, Isaaksplatz und Schlossplatz entstand. Der ehemalige Senatsplatz wurde 1925 zur Erinnerung an den Dekabristenaufstand am 14. Dezember 1825 in Dekabristenplatz umbenannt. Zur Zeit der Zaren war hier der Sitz des Senats und der Heiligen Synode, den höchsten geistlichen und weltlichen Institutionen nach dem Monarchen. Dies führte zum ursprünglichen Namen des Platzes. Der Platz ist weit zur Neva geöffnet, was ihn besonders geräumig und malerisch erscheinen lässt. Zwischen dem Dekabristenplatz und dem südlich gelegenen Isaaksplatz steht die Isaakskathedrale. Der letzte klassizistische Bau St. Petersburgs. Die Kathedrale wurde nach dem Entwurf des Franzosen Montferrand errichtet. Fast 40 Jahre, 1818 bis 1858, dauerten die erforderlichen Bauarbeiten. Ihren Namen erhielt die Kathedrale zu Ehren des byzantinischen Mönches Isaak von Dalmatien, der das Christentum gegen die Ungläubigen verteidigte. Sie ist mit einer Höhe von 101,5 Meter das viertgrößte Kuppelgebäude der Welt. Die Grünanlage auf dem Platz ist ein Teil des Gartens, der 1872 bis 1874
an der Admiralität angelegt wurde. Die Arbeiten wurden unter Leitung des bekannten Meisters Kegel durchgeführt. Der Garten wird heute Maxim-Gorki-Garten genannt und enthält Büsten von Glinka, Lermontow, Gogol und Schukowski. Das Ensemble des Platzes wurde zur Mitte des 19. Jahrhunderts beendet, als nach dem Entwurf von Rossi die Gebäude für den Senat und die Synode errichtet wurden. Sie beschließen den Platz gegen Westen und sind durch einen großen Bogen miteinander verbunden, den allegorische Darstellungen des Gesetzes und des Glaubens verzieren. Hier befindet sich heute das historische Archiv des Landes. Im Osten ist der Platz durch die westliche Fassade der Admiralität begrenzt.